Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Wir werden jetzt gemeinsam den Lovely Pop Maker von G-Quiz ausprobieren. Ja, das ist kein Play-Doh-Spielzeug, das hatten wir schon im letzten Video diskutiert. Nochmal kurz zur roten Knete. Hier ist die originale vom Hersteller, die ist allerdings schon eingetrocknet, weil der Deckel nicht richtig drauf saß. Bevor wir das Ganze überhaupt einmal ausprobiert haben, ich habe jetzt eine Alternative. Diese rote Play-Doh-Knete, mit der werden wir jetzt unsere ersten Eis formen. Und los geht's. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für die blaue Knete als erstes. Dann machen wir ein leckeres Blaubeereis. Die Knete ist auf jeden Fall noch schön geschmeidig und elastisch. Allerdings finde ich die ziemlich klebrig, muss ich sagen, also im Vergleich zur Play-Doh-Knete. Und riecht auch ziemlich doll nach Knete, also da gibt es diesen ganz typischen Geruch. Wir werden jetzt einfach mal die Knete hier einfüllen. So, einmal. Und das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Und dann werden wir das Eis jetzt mal gemeinsam pressen. Vorher müssen wir uns natürlich noch einen Eisstiel aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den gelben. Den setze ich hier unten rein und, na, ob das hier so gut hält, scheint eine wackelige Angelegenheit zu sein. Und ich drücke jetzt einfach mal hier oben die Presse zusammen. Da habe ich jetzt relativ viel Druck reingesetzt und jetzt schauen wir mal, wie gut unser Eis geworden ist. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier außen müsste man dann noch die überschüssige Knete ein bisschen entfernen. Das ist aber auch immer bei den Play-Doh-Spielzeugen so. Damit das ein bisschen schöner aussieht. Kann man natürlich auch, wenn man möchte, ein bisschen randrücken. So, und fertig ist unser erstes Eis am Stiel. Ich würde sagen, dann machen wir doch gleich noch eins. Vielleicht mal in Multicolor, also in zwei verschiedenen Farben. Ich werde jetzt einfach mal diese rosane Knete hier nehmen. Und dazu dann die orange. Und die mische ich jetzt zusammen. Und dazu tue ich auch noch ein bisschen blaue Knete. So. Und dann spannen wir jetzt mal unsere Knete wieder ein. So, einmal. Natürlich den Eisstiel wieder nicht vergessen. Und kräftig runterdrücken.
Oh, ich glaube, das war jetzt zu doll. Ist überhaupt noch irgendwas von unserem Eis übrig geblieben, ist jetzt die Frage. Ich finde es relativ schwierig, hier das Eis rauszubekommen. So. Oh, das haben wir richtig schön gepresst. Allerdings haben wir hier an den Seiten jede Menge überschüssige Knete. Aber die lässt sich ganz einfach abmachen. Und auch das Eis kann sich sehen lassen. Also ich habe jetzt schon richtig Hunger da drauf. Leider kann man die Knete natürlich nicht essen. Aber das sieht schon mal total super aus. Blaubeer, Erdbeer und Orange. Und jetzt kommen wir mal zu unseren Lollis. Welche Farben haben wir denn noch? Wir haben noch Weiß. Und wir haben auch noch Rot. Hier sieht man auch, dass die Knete relativ stark klebt. Also ich habe jetzt schon Knete an den Händen. Die Knete ist sogar schon ein bisschen mit Weiß vermischt von einem anderen Kneteinsatz. So, und auch die Knete mischen wir jetzt einfach ein bisschen. So, und dann tauschen wir mal die Aufsätze, weil das ist ja unser Eis am Stielaufsatz. Und wir machen ja jetzt Lollis. Obwohl, da können wir schon gleich die Knete reintun. So. Hier hat sie noch ein bisschen pink drunter geschummelt. Ich finde wirklich, dass diese Knete furchtbar toll klebt. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend. So, jetzt pressen wir das Ganze wieder. Und jetzt habe ich auch den Trick rausgefunden. Man muss nämlich einfach den Hebel wieder hochziehen. Und ich finde, der Lolli sieht auch richtig klasse aus. Das ist jetzt hier Erdbeer-Vanille-Geschmack. Und jetzt machen wir noch ein. Mit Orange. Dann nehmen wir noch dieses bunte Stück hier. Dann nehmen wir noch ein bisschen Rot. Und dann nehmen wir noch das Stück hier. Also es wird jetzt wirklich kunterbunt, unser Lolli. Ein bisschen vermischen. Ich finde, der kann noch ein bisschen mehr Blau rein. So, und jetzt setzen wir die Knete einfach wieder in unsere Lolli-Form. Dazu muss man gar nicht unbedingt die Förmchen rausnehmen. Das kann man auch so machen. Übung macht den Meister. So, hier fällt schon die halbe Knete wieder raus. Na, willst du wohl da bleiben? Das funktioniert jetzt nicht so gut. Und schnell den Stiel rein, bevor hier gleich alles wieder rausfällt. Ups. Und gut pressen. Die Presse wieder hochziehen. Und unseren fertigen
Regenbogenlolli rausholen. Der sieht auch richtig super aus. Wenn man möchte, kann man dann noch hier die Förmchen benutzen. Allerdings finde ich die ein bisschen überflüssig. Das ist eher dann so für Eisbecher, finde ich. Die kann man dann immer schön verzieren. Ich lasse das jetzt mal aus. Ihr kennt das ja schon alle von den Play-Doh-Spielzeugen. Hier haben wir jetzt nochmal unsere fertigen Eis am Stiel und unsere Lollis. Ich finde, die sind richtig klasse geworden, auch wenn das jetzt hier kein originales Play-Doh-Spielzeug ist, sondern eher eine Alternative. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!